Was ist hier los? Warum ist der Regen grün? Und das Wasser auch? Toxic Rain? Au! Oh Gott, alles klar, let's go! Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Minecraft, aber mit saurem Regen? Also Leute, die ganze Welt ist verseucht und wir müssen irgendwie gucken, dass wir überleben. Hat's aufgehört zu... Nee, es regnet noch. Ich kann doch jetzt nicht mein ganzes... Leben hier drunter. Okay, der toxische Rain startet in 2 Minuten. Okay, es hat aufgehört. Kein Problem. Wir haben eine Mission. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, was jetzt nicht unbedingt ein Baum ist. Und wir brauchen Essen und eine Rüstung. Stimmt, vielleicht könnten wir eine Rüstung craften. Weil ich meine, die müsste uns doch eigentlich davor bewahren. Guten Tag, Mr. Schaf. Entschuldigen Sie, Mr. Schaf. Warum sind Sie so arrogant? Warum sind Schafe immer so arrogant? Ein Schwein. Hi. Guten Tag, Mr. Schwein. Warum lebt ihr denn noch? Warum lebt ihr denn noch? Oh nein, 1 Minute. Okay, okay. Oder wir graben uns runter. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Kann ich hier... Okay, da drin schwimmt ein Lachs. Kann ich hier drin... Au, au, okay. Okay. Hätte man sich vielleicht auch denken können. Da hinten ist ein Dorf. Ich brauche kein Haus. Ich klaue mir ein Haus. Die haben auf jeden Fall auch was zu essen. Ja, ich habe auch schon eine Hungerkeule verloren. 30 Sekunden. Schaffen wir das? Ja, doch, sollten wir es schaffen, oder? Guten Tag. Grüßen Sie General Dieter von mir. Warte mal, warum sieht das hier anders aus? Egal. Oh, oh. Oh, oh. Lauf, Paletto, lauf! Toxic Rain. Warum? 5, 4, 3, 2. Guten Tag, Mr. Golem. Bringen Sie sich in Sicherheit. Au! Der Villager. Guck mal, der hat... Aua! Der hat so einen Anzug an. Kann ich hier... Aua, aua, aua. Kann ich hier schlafen? Du kannst nur nachts schlafen. Ja, okay, wenigstens habe ich den Respawn-Punkt festgelegt. Guck mal, die sichern da ihre Schweine, sichern sie aber schon. Weil guck mal, das Ding hat ein Dach. Aber ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt was von dem Schweinefleisch essen will. Also, es ist bestimmt Schmetterfleisch, nicht Edgarfleisch. wollen wir gleich die rote Beete essen? Ich habe ein bisschen Angst, dass die irgendwie verseucht ist. Oder sie gibt mir Superkräfte. Das könnte natürlich auch sein. Dass ich plötzlich einfach der Hulk bin. Das wäre geil. Ich wäre gerne der Hulk. Die andere Frage ist, können wir vielleicht einen Villager verschwinden lassen, um ihm seinen Anzug zu klauen? Keine Ahnung, was das Wort hier gerade werden sollte, aber ich war... Alles klar. Die Katze, der ist es auch alles egal. So, Regen, kannst du bitte aufhören? Ich habe nämlich echt... Ich habe Kohldampf. Los geht's. 1:30. Ham, 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 ham. So, komm, 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 komm. Die ganze rote Beete. Ich finde es auch gut, dass das Wasser hier direkt, was dafür verwendet wird, einfach auch verseucht ist. Warte mal, alles gut. Ich nehme hier... Nein! Ich bin so ein Trottel. Warte mal, das nehme ich mal kurz. Rote Beete, Samen. Dann können wir uns nämlich ein bisschen Bone Meal holen. Müsste ich jetzt nicht... Ah ja, da habe ich ein bisschen Bone... Okay, das ist aber viel zu wenig. Zack. 1 Minute. Ja, ja, ich weiß. Alles gut, alles gut. Okay, ich kriege das Bone Meal nicht. Ist egal. Das ist ein Kind. Aber es trägt auch so einen Schutzanzug. Das ist ja cool. Hallo, guten Tag. Brote. Junge, let's go. Gib mir das Brot, das schaffen wir noch. Dann machen wir ein Crafting Table, weil ein bisschen Holz haben wir ja. Und dann gehen wir hier unten rein und machen uns ein Steinschwert. Und dann gucken wir, dass der 30 Sekunden, dass der Typ hier, wie heißt er, der Iron Golem, nicht in der Nähe ist. Weil sonst haben wir ein fettes Problem. Okay, warte mal. Ne, dann gehen wir kurz hier rein. Das ist gut. So, zack. Einmal hier. Crafting Table. Dann brauchen wir ein paar Sticks. Die reichen auch tatsächlich schon. Zack, zack. So. Dann schnappen wir uns, während es regnet, holen wir uns hier das, was wir brauchen. Ich finde es auch gut, wie ich nicht auf die Suche nach Eisen gehe, um mich vielleicht zu schützen, sondern unser erstes Ziel ist es, die Villager platt zu machen. Aber okay. So. Wir haben das Schwert. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Aber das Ding ist, hier ist auch nichts. Also klar, wir könnten uns jetzt nach unten graben. Oh, ich muss erstmal was essen. Genau. Gibt die rote Beete uns irgendwelche Effekte? Nee. Außer unfassbar wenig Hungerbalken. Haben wir nichts, ne? Nee, alles easy. So, wir können den Weizen mal kurz rumpacken und uns ein paar leckere Sandwiches machen, weil es ist einfach geiler, das Brot zu haben. Ohne Witz. So, komm. Geh mal bitte alles her. Doch, das schaffen wir. Au, au. Au, au, au. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. Guten Tag, Mr. Villager.
Wie geht es Ihnen? Mir geht's in meinem Schutzanzug super. Wie geht's dir da draußen? Ja, mir geht's auch gut. Und ja, alles gut. Es tut mir wirklich leid, aber... Ja? Sie sind mein erstes Opfer. Opfer? Wer ich? Ne, du bist ein Opfer ohne Schutzanzug. Ich bin ein Opfer? Das sagt man nicht. Nimm das! Was? Ich kann ihn nicht schlagen. Warum kann ich dich nicht schlagen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich könnte aber... Nee, das bringt nichts. Feuer! Feuer! Feuer kann ihn vielleicht... Okay, alles gut. Oh, es ist Nacht geworden. Das finde ich ein bisschen uncool. Oh, ich habe einen viel besseren Plan. Ein Creeper. Ein Creeper erledigt das für uns. Wir nehmen die Tür weg, machen das hier auf und dann locken wir einen Zombie oder einen Creeper hier hin. Oh, da ist hier. Hallo. Und dann mache ich hier. Ihr kommt hier. Und weg. Hilfe. Jawohl. Zombie. Er kriegt Schaden. Fresst ihn. Sie fressen mich. Ihn, damit ich... Ach so. Ach komm. Jetzt hat er sich in Zombie... Ja, okay. So war das nicht geplant. Jetzt... Aua. Lasst mich. Ich hab keine Rüstung. Ich habe keine... Okay, bitte. Das war ein kleiner Schuss in den Ofen. Und der Regen fängt auch gleich schon an. Ah, hier ist das Kind. Der Anzug passt mir nicht. Da vorne klopft jemand. Da ist aber ein Creeper. Oh, das ist ja... Warte mal. Nee, du nicht. Hallo. Sag mal, warum sind denn hier nur Kinder? 30 Sekunden. Es sind auf jeden Fall... Ja, hier ist ein Erwachsener. Perfekt. So, der Creeper. Hallo. Komm her, Creeper. Und... Paletto ist weg. Nee, du sollst doch jetzt nicht mir hinterherlaufen. Warte. Nein! Oh Gott, ich bin... Der ist fast in mir explodiert. Okay. Okay, alles gut. So, jetzt. Bam! Hab ich ihn? Er ist noch am Leben. Jetzt ist hier ein Skelett. Nein! Oh Gott. Ich muss hier weg. Aua. Zumachen. Nein! Hilf mir! Hilf mir! Oh Gott, ich hab ihn. Ich konnte dir Schaden machen. Warum kann ich dich jetzt schlagen? Junge, ich hab den anderen doch eben auch gehauen. Ich muss schlafen. Sag mal, kannst du mal bitte aufhören, auf mir rumzutreten? Ja. Er droppt nichts. Und dahin läuft dieser Zombie-Villager, den ich auch in den Tod geschickt habe. Obwohl, nee, er ist ja untot. Also er ist jetzt nicht super. Super weg. Und das Gute ist auch, die Stadt kann überleben, denn es sind noch die Kinder da. Oder müssen halt die Kinder ein bisschen Knatteradatsch machen, wenn die erwachsen sind. So, das Bett nehme ich mit. Weil das Dorf hier ist verloren. Also das Dorf hat nichts mehr, was ich brauchen könnte. So. Eine Minute. Eine Minute haben wir Zeit. Wir müssen hier raus. Weil es wäre chillig gewesen. Alter. Nicht auf mich schießen. Wenn das Dorf in irgendeiner Weise Rohstoffe gehabt hätte. Eine Schmiede mit Eisen oder so. Das wäre geil gewesen. Also sollten wir gucken, dass wir vielleicht... Entweder eine tiefe Schlucht. Hier sehe ich doch zumindest... Oh, hier geht's echt runter. Wo ist meine Spitzhacke? Habe ich nicht eine Spitzhacke gecraftet? Ach stimmt, die Ressourcen habe ich ja verwendet, um mich einzubauen. Es fängt gleich schon wieder an. Okay, wir suchen uns einen hohen Punkt, um vielleicht kurz nochmal zu sehen. Vielleicht ist ein Dorf in der Nähe ein anderes. Oh nein, 5-4. Wir könnten ein Boot craften. Aua. Und auf dem werden wir natürlich ein bisschen schneller, oder? Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Ich hoffe, das Boot löst sich nicht auch einfach direkt auf, weil das wäre ein bisschen blöd. Löst sich Holz in sowas auf wie Salzsäure oder so? Ich muss zugeben, ich weiß das nicht. Aber ich kann ja auch nicht alles wissen. So, einmal ein Boot. Ein Boot? Boot? Eine Schaufel braucht man? Ist das, seit wann braucht man eine Schaufel? Das ist mir irgendwie entgangen, aber ist ja kein Problem. Ihr habt nichts gesehen. Warum habe ich gerade... Mann, okay, alles klar, so. Zack, Schaufel. Und damit ist der Weg frei für ein Boot. Was kommt da? Ein Schwein! Hallo! Guten Tag, mein Name ist Paluten. Wie heißt du? Oh, ich glaube, es hat Angst vor mir. So, dich nehme ich diesmal mit. Obwohl wir sowieso noch eins im Inventar... Oh, ein Huhn! Hallo! Ich habe leider nichts zu fressen. Doch, hier! Guck mal! In der Apokalypse! Ihr beiden, ihr Süßen! Macht mal ein kleines Baby... Ja, oh, süß! So, warte, jetzt nehmen... Oh ja, das ist gut. Da können wir direkt dann fahren. Zack, rein in das Ding.
Jawohl. Es funktioniert. Okay, easy go. Ja, damit sind wir viel schneller. Da unten sehe ich ein paar leckere Lachse oder so. Dann lasst uns... Wollen wir direkt nach rechts schwimmen? Also ich fühle mich hier auch irgendwie nicht so hundertprozentig wohl. Auf diesem grünen Dingeling. Aber egal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn es jetzt natürlich direkt anfangen würde, das wäre unangenehm. Aber noch ist alles gut. Wir paddeln ein bisschen. Ah, guck mal, Leute. Ist doch richtig schön hier. Bisschen auch idyllisch. Lasst uns... Eine Minute. Okay. Oh, da vorne ist ein riesiger Berg. Aber es sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas. So, zack. Boot nehme ich mit. Einmal bitte das Boot. Aua. Danke. Oh, eine Babykuh. 30 Sekunden. Ein Ozelot. Hallo. Guten Tag. Oh, wie süß. Ein Ozelot mit zwei Ozelot-Babys. Ein Panda, als ob. Hallo. Ich bin Palut. Oh, hier. Leckere, verseuchte Melonen. Die nehme ich natürlich gerne mit. Der Wald hier ist sehr dicht. Das bedeutet, wir können uns hier eigentlich ganz gut... Aua, ich wollte gerade sagen, gut durchschlagen, ohne zu viel Schaden zu bekommen. Aua. Ja, es geht. Also wir kriegen hier schon ein bisschen auf den Kopf. Aber wir können uns ein bisschen fortbewegen. Ja, ich, jetzt hör doch mal auf! Oh, da war wieder ein Ozelot-Baby. So, ich sollte mich... mehr hier drunter halten. Oh ja, da vorne können wir gleich wieder unser Boot auspacken. Jawohl. Ja, aber das hier ist mehr ein Teich als ein Meer. Und ich habe auch nicht mehr so viel Brot. Ah ja, okay, wir haben noch ganz viel Weizen. Wir haben, glaube ich, nur einen Stack davon verwendet. Okay, es hat aufgehört. Jetzt haben wir wirklich eine etwas längere Zeit. Hallo! Alter, wie viele kleine Ozelot-Babys es hier gibt. Das sind bestimmt die Mutationen. Aber ich würde ganz gerne in andere Biome rein. Weil hier gibt es keine Dörfer, ne, in dem Biom. Hier, komm her. Hier, komm her. Hier, du bist aber ein Süßer. Guten Tag. Ich komme aus einem fernen Land. Okay. Ach, da bist du wieder. Willst du das? Ah, ich kann die auch mit roter Beete paaren? Seit wann ist das denn möglich? Warte, ist das da vorne? Ich glaube, da ist ein Dorf. Ja, warte mal. Warning. Toxic Rain. Wir können wieder los. Wo? Hier war da noch ein anderes Schwein. Ich dachte, das geht nur mit Karotten. Hier. Na, komm mal. Ihr beiden. Ihr seid doch beide ganz subi. Jetzt komm mal hier. Da. Findet euch bitte. One moment in time. Juhu. Let's go. Was für eine süße Familie. So, warte mal. Da vorne? Ich habe doch da ein Dach gesehen. Oder bin ich... Nee, ich bin nicht doof. Es ist eine neue Stadt. Also ein neues Dorf. Bitte mit Schätzen. Ich brauche Schätze. Gibt es hier irgendwas, was ich looten kann? Das sieht nicht so aus. Doch, da ist was. Oh, Mann. Alter, wo kamst du denn plötzlich? Hier sind aber keine... Doch, das sieht gut aus. Was ist das? Nix. Da ist der Brauchstand drin. Hier, ein Eimer. Okay, mit dem Eimer können wir doch zumindest mal diese Flüssigkeit... Alles klar, warum seid ihr denn Zombies? Moin. Hast du hier irgendwas? Nee. Aber ich würde mal ganz gerne... Ja, habt ihr getrunken von, ne? Und es ist dann auch, als ob... Ich kann das verwenden und vielleicht kriegen die dann Schaden. Ich glaube, der kriegt wirklich Schaden. Weil der halt ein Zombie ist. Oh, Mann. Der Regen startet. Na, warte. Ich brauche ein größeres Haus. Oh, nein, Creeper. Das hier, das ist ab sofort mein Haus. Wunderbar. Nee, hier ist kein Bett drin. Creeper! Okay, nichts passiert. Ist hier ein... Hier ist auch kein Bett. Sag mal, warum hat denn hier niemand ein Bett? Hier? Alter, ihr wollt mich doch alle verarschen. Hier! Ja! Brudi, komm! Warte! Ich baue das hier ab. Wir bilden jetzt eine neue WG. Wir wohnen jetzt hier zusammen drin, okay? Mein Name ist Paluten. Wie heißt du? Ich bin Manuel. Manuel? Ich hatte mal einen Kollegen in Minecraft, der hieß Manuel. Wir haben die krassesten Abenteuer bestritten, aber dann hat er jetzt erstmal, er macht erstmal eine Pause. Ich mache jetzt, oh mein, okay. Kann ich trotzdem schlafen haben, oder? Ah, oh, wir haben wunderbar geschlafen. So, Leute, und damit würde ich sagen, was das mit unserem Leben in einem super verseuchten Superwelt-Ding. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne ein Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos der Team Paluten-Kanal. Schaut auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten inklusive einer von mir persönlich unterschriebenen Autogrammkarte. Und das war's. Haut rein. Ciao, ciao.